Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mirror's Edge Catalyst. Wir sind in Gabriel Krugers Wohnung eingebrochen und haben sein persönliches Grid-Dingen geklaut. Ich habe vergessen, wie es hieß. Ja, obwohl es dieselbe Aufnahmesession ist, das kann ich. Ja, auf jeden Fall haben wir seine Kennung geklaut und sind jetzt auf dem Fluchtweg. Und, ja. Mal sehen, was wir damit so anstellen können. Ich hoffe viel. Außerdem hat letztes Mal, jemand den Turm in die Luft gesprengt mit diesem riesen, Windkraftwerk dran. Und ich glaube, wir wissen alle, wer das war, ne? Das ist ja jetzt nicht so schwer zu erraten. Mach keinen Scheiß. Hopp. So. Nehmen wir. Nehmen wir auch. Pöff. Nö. Ich habe gerade wichtige Dinge zu tun. Siehst du das nicht? Rennen und so. You know. Runner-Kram halt. Ich muss doch hier lang, oder? Ja, okay. Okay. Gar keine Security mehr hier? Die sind wahrscheinlich alle abgezogen worden da hinten hin. Hopp. Und wieder runtersliden. Hui. So, langsam habe ich diesen Weg drauf. So, hier hoch. Hier hoch. Hier rüber. Jo, so langsam habe ich es echt drauf. Zack. Zack. Klappt gut. Hui. Hui. So. Der ganzen Aufregung in der View nachzuurteilen, war die Mission wohl ein Erfolg, richtig? Ja. Kann man sagen. Jetzt muss nur noch Danke, Dogen. Ich habe von Ihnen gehört, Dogen. Welches Interesse haben Sie eigentlich an dieser ganzen Sache? Faith und ich haben eine geschäftliche Vereinbarung. Die Umstände haben sich im Laufe der Zeit zwar ebenso verändert wie die Ziele, aber das ist wohl bei allen Beziehungen so, nicht wahr? Mag schon sein. Ich verstehe nur nicht, inwiefern Sie von all dem profitieren können. Nun, man könnte sagen, dass ich im Chaos aufblühe. Und nichts anderes wird auf den Untergang der Familien folgen. Zumindest so lange, bis die Massen einen weiteren zum Scheitern verurteilten Versuch unternehmen, sich selbst zu regieren. Sie denken, die Zerstörung von Reflection wird das Konglomerat zu Fall bringen? Nein, aber es ist ein Anfang. Ja, wo er recht hat. Irgendwie mag ich Dogen. Ich war. Gut, Robin, gut. Ich weiß, er ist der böse, böse Mafia-Boss und so, aber trotzdem irgendwie. Ist er eigentlich ein ganz netter Kerl, glaube ich. Zumindest haben wir ihn bis jetzt noch nichts Böses tun sehen. Klar, alle haben Angst vor ihm und so. Vielleicht ja auch begründet. Aber was wirklich Schlechtes haben wir ihn noch nicht tun sehen. Hopp. So, wo geht's jetzt lang? Ach ja, hier zu Plastik, ne? Hi Plastik, was geht?
tut mir leid. In einigen wenigen Fällen kann die Einnistung durchaus ein wenig unangenehm sein. So wie ein Jucken in meiner Wirbelsäule. Ein Jucken tut nicht weh. Du hilft angemessener Schmerz reduziert. Nein! Ich hab den Gridprint. Los, gib ihn mir. Faith, wir müssen Krugers Gridprint mit der Nanitenabschaltung verbinden und das, bevor die Shard einstürzt. Warum kümmert es uns, ob die Shard einstürzt? Weil Faith dort drauf muss, um den Virus einzuspeisen. Oh. Hey, wie fühlst du dich so? Es brennt. Falsches Statement, kein auf Urerkannt. Muss das sein? Wow, der Gridprint verschafft uns hier kompletten Zugang. Was wollt ihr wissen? Bekannte Omnislet-Agenten, neue Kruger-Death-Waffen, Projekt Ares? Erst Reflection. Konzentration. Kuma, das dürfte schnell gehen. Wir melden uns, wenn der Virus bereit ist. Faith, ist das okay? Tschüss. Ich finde Kuma echt süß. So. Wir begeben uns dann mal wieder. Was? Fahrscheine bitte? Ausstiegsstrategie. Mit Plastik im Metagrid Zugang zu erweitern. Ja, sprich mit Beatrix Block. Okay, versuchen wir es. Das klingt spannend. Wo geht's jetzt wohl lang? Faith, ich weiß, wie wir dich zur Shard bringen. Wenn du mir dabei hilfst, Zugriff auf den Transitkontrollhub zu kriegen, könnten wir einen Zug daraus schicken, den du nehmen kannst. Bin schon unterwegs. Ja, Sekunde noch. Schnellreise. Erstmal will ich diese Mission machen. Hallo? Hui! Hopp. So, hier runter. Hier. Huch. Hallihallo. Wie geht's? Ich dachte nicht, dass ich dich je wiedersehen würde. Unser letztes Gespräch ist viel zu lange her. Es war eines der ehrlichsten, die ich je geführt habe. Wo hast du gesteckt? Ich habe Mist gebaut und war bis vor kurzem im Knast. Und jetzt bist du auf vielen Cocktailpartys das Gesprächsthema Nummer 1. Kruger hasst dich und deinesgleichen. Ich ihn auch, glaub mir. Wie kann ich dir helfen, Beatrix? Tja, ich bin inzwischen verheiratet. Mit Peter Bryson, zum Wohle unserer Unternehmen. Ja. Und was du willst, ist egal. Es war eine Vorstandsentscheidung, um Bryson Industries und Cascadia Logistics noch stärker zu verschmelzen. Das ist doch verrückt. Aber meine Realität und irgendwo ja auch meine Pflicht. Aber... Du hast Angst. Mein Mann argumentiert meist mit seinen Fäusten. Oh, super. Soll ich ihm die Finger brechen? Verlockend. Aber nein. Ich will die Scheidung. Und es gäbe auch einen Weg. Gerüchten zufolge schläft er mit Aurora Lupin Tanner. Eine solche Affäre würde als Grund genügen. Aber du brauchst Beweise. Ja. Könntest du für mich bestimmte Orte verwanzen? So kriege ich genügend Beweise, damit der Vorstand die Ehe annulliert. Mach ich gern. Sag mir, wohin ich muss. Mach ich. Danke, Faith. Ich schulde dir was. Wirklich. Kein Ding. So ein Arschloch zur Strecke zu bringen, ist doch Ehrensache. Schwupp. Faith, die erste Wanze solltest du in seinem Lieblingsrestaurant anbringen. Du musst dich aber für Krugersec-Patrouillen vorsehen. Aufgrund der jüngsten Bombenanschläge werden die meisten Orte hier schwer bewacht. Faith kann es locker mit mindestens 10 Kruger-Sack-Schlägern aufnehmen. Vielleicht sogar mit 20. Kruger sagt, sie ist die beste Kämpferin, die er kennt. Moment mal. Wer spricht da? Ich bin Plastic. Und du bist Beatrix Block, die Erbin von Cascadia Logistics. Verheiratet mit Peter Bryson.
Nicht mehr lange, hoffe ich. Oh oh. Oh shit. Die Frau hat eine Außenterrasse, auf der Peter normalerweise sitzt. Bring die Wanze am besten dort an. Alles klar. Aua. Au. Das ist übrigens meine Taktik. Ich fliege so oft wie möglich auf die Fresse, weil die Leute, die mich verfolgen, sind wahrscheinlich viel bessere Runner und die schaffen den Sprung dann und dann bin ich geschickt entkommen. Ja, ja. So macht man das heutzutage. Zack. So, wo muss ich hin? Muss ich hin? Beseitige die K-Sec-Präsenz. Ja, habe ich doch, oder nicht? Ja, Control. Sag dir Direktive. Was? Zack. Weg die Sau. So, jetzt aber. Jetzt kann ich es anbringen, oder? Alles klar. Ich bringe jetzt die erste Wanze an. Erledigt. Der nächste Ort ist seine kleine Geheimwohnung. Ich weiß, dass er sich dort ständig mit ihr trifft. Worum geht's hier eigentlich? Wer genau bist du nochmal? Das habe ich dir doch schon gesagt. Ich bin Plastic. Pace ist meine Freundin. Okay, ja. Plastic. Mein Ehemann ist ein egozentrischer Fremdgänger, der mich verprügelt. Und ich will mich von ihm scheiden lassen. Und warum tust du es denn nicht? Ich arbeite daran. Und Faith hilft mir dabei, indem sie diese Wanzen anbringt. Ah, verstehe. Tust du? Bist du sicher? Ich weiß ja nicht. Ich glaube, das ist nicht gerade so Plastics Fachgebiet. So, wo muss denn die nächste hin? Irgendwo hier oben. Okay, hier geht's höher. Okay, hier durch. Schwupp. Ach so, ich muss über die... Ich muss über die Schirme. Wie geil ist das denn? Ist ja voll cool eigentlich. Und jetzt? Wie komme ich höher? Ah. Hier rum. Und jetzt? Da hoch. Ja, aber wie denn, verdammt? Wie soll ich denn da hochkommen? Was ich versuchen könnte, ist hier. Aha. Ja, klappt doch. Okay, die Zack. Ist platziert. Wo soll ich als nächstes hin? In sein Büro. Ich habe dir die Koordinaten geschickt. Ich kann
mir gar nicht genug dafür danken, dass du das für mich tust. Kein Ding. Liegt ja quasi auf dem Weg. Hey, die Bryson-Büros verfügen über einige ziemlich fortschrittliche Sicherheitssysteme. Die Wanze kann nicht aufgespürt werden. Das hat mir der Verkäufer versichert. Die Aha. Wanze vielleicht nicht, Faith aber schon. Du solltest dort auf jeden Fall mit Gesellschaft rechnen, Faith. Jo, kriegen wir. Also, Gesellschaft kriegen wir hoffentlich nicht, aber wir kriegen das hin. So. Das war ja voll easy. Das war's. Alles erledigt. Und der Alarm wurde ausgelöst. Siehst du, dass du von da verschwindest? Ja, bin ja schon dabei. Ich hoffe, du bekommst die Beweise, die du brauchst, Beatrice. Ganz bestimmt. Und danke nochmal, Faith. Die werden mich hier drin ja wohl kaum finden, oder? Ah, hat geklappt. Gut. Ja, die Mission schon mal geschafft. Am Puls des Geschehens schaffe ich nicht. Habe ich schon ausprobiert. Das ist dasselbe, oder? Ja, dann würde ich mal sagen, ich habe mal gerade keinen Bock auf Schnellreise. Ich werde jetzt dahin laufen. Das macht viel mehr Spaß. So. Schwupp. Hui! Die Musik ist auch voll geil in dem Spiel. Also die Hintergrund... Shit, nein! Was? Warum? Warum ist K-Sec jetzt im Einsatz? Ja, das will ich ja wohl meinen. Ich war doch mega unsichtbar. So. Hä? Okay, war wohl zu hoch. Habe ich den denn trotzdem eingesammelt vielleicht? Ich hoffe doch. Ja, habe ich. Cool. Dann hat sich mein Tod wenigstens gelohnt. So, hopp. Hoch hier. Und schwupp. So. Hier drüber. Hui, schwupp. Oh, komm schon. Wie kann man denn so daneben jumpen? Hier hinter so einer Fassade oder so, ne? Ich glaube schon. Schon ziemlich cool. So. Hopp. Und hoch hier und rüber da. Ganz hochziehen. Schwupp. Ah, okay. Hier rum. Plupp. Geöffnet. Ah, Runnerin. Hier rüber, bitte. Gerade nicht. Immer noch beschäftigt, so wie letztes Mal. Und nächstes Mal vermutlich auch. Bleib wachsam. Du bist nicht verpufft.
Nein, ich bin nicht befugt, ich weiß. Ja, ja, macht ihr mal. Ich bin dann mal weg. So. Hier hoch. Hier runter. Hui! 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 Das ist voll cool, das quietscht immer so, wenn man über die Glasscheiben rutscht. Diesmal nehme ich's mit. Ich sehe es jedes Mal, wenn ich hier langlaufe. So. Also ein Memo von meinen Eltern. Ich bin hier drüben. Jo, ich gleich nicht mehr. Schwupp. Schwupp. Wir müssten doch gleich schon am Ziel sein, oder? Ja, das sieht aber auch so aus. Oha! Die Folge ist ja schon wieder vorbei. Liebe Leute, es war schön, dass ihr dabei wart. Ich laufe jetzt noch zur nächsten Story-Quest rüber. Und bei dieser werden wir uns dann nächstes Mal wiedersehen. Ich freue mich auf euch. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.